Kommt direkt der Draco Reudenflix ab, ey. Ich fragte mich langsam, ob der Bot wirklich den besten Weg vom Campus kannte. Aber ohne Kontakt zur Zentrale war ihm zu folgen die einzige Möglichkeit. Nicht die einzige Möglichkeit, Kadett. Sie hätten zurückkommen können. Wenn Sie das sagen, Sir. Der soll mal den Gertrud. Atrium. Drückst du drauf oder wie läuft das? Ja, ich hab mir da eben den Colonel Sinin an. Nur mit Pistolen kämpfen. Also ja, ich geh aber gehen. Das ist der Colonel Genil. Hat sich dann gehört, dass ich eine Lungenkrankheit hätte? Die hast du wahrscheinlich auch. Ja, ich weiß es nicht. Könnte man von ausgehen, die Taschengeld. Sagt ihr? Der Bastard den, hat unseren Bot getroffen! Den Paar, ne? Ich dachte, du musst zu dir gehen. Ja, da war nämlich wieder die eben zuständige Skin. War da zwei Scheißhäuser down? Kriechen die ein paar Meter? Und dann auf einmal sind die am Stehen in der Deckung angelegt. Ja, ich weiß, was du meinst. Der Räume ist das. Ja, der Rat ist fast platt, ne? Greifen den Bot an! Ich weiß, warum der auch. Granate, Achtung, Granate, Granate, Granate. Ja, ich bin gar nicht mehr da. Granate. Ich mach grad den Pistolero. Den wollen die nämlich sehen. Durch den Innenhof sind wir auch reingekommen. Wir sind fast draußen. Was sagtest du? Was mit Ansage? Machen wir denn auch eine wichtige Ansage und stellen uns vor? Ja, könnte man von ausgehen, dass man das macht, ne? Da kann man von ausgehen, aber das wird nicht passieren. Also zumindest nicht bei mir. So, weil das ist schwachsinnig. Gerade wenn du das so zusammen machst. Aber das ist doch geil, du läufst hier genau einmal im Kreis, ne? Oh, das Ding ist geil. Sachen gibt's. Sieht doch eher aus wie Spielzeug, oder? Wenn du ehrlich bin, hab ich das noch nie benutzt. Ich seh das gerade zum ersten Mal. Wenn du den in eine Wand reinknallst, macht der einen Laser. Wenn da einer durchgeht, dann knallt das einmal ganz kurz. Und ich meine, das Ding hat noch eine Hinrichtung extra. Ups, das sind die Stolperfallen. Sie sind weg. Jetzt hab ich's kaputt gemacht. Toll. Ist jetzt die Gerätschaft weg oder was? Ja. Wie das immer blinkt, ey. Klack, da kann man mal schneller machen. Du siehst den Rennen von hinten. Ja. Nehmen wir so viel Ausrüstung mit wie möglich. Mehr können wir nicht tun. Machen wir. Hier ist der Gnäscher. Jo, ich hab hier auch richtig viele. Der Mulcher liegt hier. Stuhl MG, jetzt guckt er sich den scheiß Heli da oben an. Ich sehe einen abgeschossenen Raven. Falls mich jemand da unten hören kann. Sie sind fast bei euch. Ja, ja. Ja, ich guck mal. Ich hab glaube ich nicht mehr so viele. Wie schaut's mit euch aus? Laut und deutlich. Die beiden können draufheben. Wenigstens liegt bei dem Wrack etwas Ausrüstung rum. Ich hab immer noch nur eine Pistole. Da ist nur eine Markierung bei dir, ne? Das wäre eine Herausforderung. Oh, das ja. Angriff nehmen. Ach so. Schwerbar und Kopf. Okay. Die Tiere, die für ja, sind aber die Mini-Korps. Naja, klar. Nicht, dass das wichtig wäre. Auch sie wollen uns tot sehen. Die am Auto, guck. Die kriegen aber von mir Auto. Weil ich bin der schwarze Mann. Liegt hier noch irgendwo Muni? Hier. Ja, du bist der Schwatter aus Greenmeiler. Jo, da liegt noch ein Lancer. Fangen die Onyx-Sachen schon an zu schimmeln oder was? Okay. Da ist das Horn. Da ist wieder das Einhorn. Da ist der Atem. Da ist der.
man fast da irgendwie 18 Runden ohne Niederlage hintereinander spielen. Eine Reihe von Röhren. 50 Spiele hoch, mein Rang ist in der Höhe. Mach die Witze? Der Erfolg Spinne. Ja, der heißt glaube ich nicht Spinne, der heißt aber, da steht er immer mit Spinne drin. 100 Granatenkills in der Rangliste, glaube ich, machen. Oh, da kommt der Rollen. Doch, der heißt, der heißt Spinne. Von Design ist der, aber nicht mit Master von dem normalen. Ja, klar. Was war da mit der Granatenkills? Ah, hat immer Bock gemacht, damit zu zocken. Ich fand das immer richtig legendär, muss ich sagen. Das ist nämlich sperrbaubereit. Wo bist du? Bist du da unten? Rechte Seite. Ja, das ist natürlich wieder sehr episch. Down. Weißt du, ich nicht verstehe? Ich hab keine Sorge. Wir haben schon welches 3 besser gewesen, ne? Okay. Das, wenn 2 Zecken in dir explodiert, kriegst du nur den Schaden von einer. Und dann ja, muss man das sagen. Ist ja ein Jugendment, ne? Ja, aber der Teil kam nach 3. Der die Finger. Ja, der hatte die Finger halt im Spiel. Der hatte die Finger im Spiel und die Finger in seiner Mutter hatte. Und dann kam da so eine Scheiße da raus. Das war's mit der Karriere. Sack. Das war ein Torwurf. Aus Downtown. Das ist natürlich die Legende. Optikbrille auf der neuen Map da, Shaolin oder wie die da heißt, die komische Map. Showdown? Oder so? Oder Shaolin Shuffle? Komisch, ne? Ja, genau. Shaolin Shuffle. Der weiß Bescheid. Die dreckige Ruhe-Map seit Donnerstag installiert, aber nicht einmal gespielt. Du hast hier glaube ich einmal gezockt, ne? Oder gar nicht? Ne, gar nicht. Weil das so eine Ruhe und so ein Map ist. Die regt mich richtig auf. Weil da zeigen die Macher nämlich wieder, dass das Gehirn doch mal abgesagt hat. Ich finde die beste Map da ist. Da kommen ist, sicher noch mehr Kilo. Ich. Aufgepasst ja. Und in Position. Vor allem für Neueinstieg. Da ist die richtig krass so. Aber die krasseste Map bleibt eh der Eisenopfer. Wenn du da Zeus dein Vater machst und die Blitze, die schicken die Zombies einfach nur weg. Das ist legendär. Das geht dann richtig ab. Ich gebe mir mal ein Stück. Mach das, weil Zeit läuft. Wir haben ja Zeit und Geld. Sie sind überall! Aber Zeit haben wir ja weniger. Da manche Leute. Ah, mir gibt's den Mittwoch zum Mittwoch, was ich sagen will. Das ist erst wieder vom Montag bis Mittwoch. Ich will mir auch noch frei holen. Ich mach das nur bis Freitag frei, weil ich bin echt freudig, Freitag frei anzutanzen. Also klar, du kannst ja nichts dagegen machen, ne, wenn die das halt wollen so. Das stimmt. Da hast du recht. Ich glaube, die mit den Rollkombo noch da hinten. Der kommt jetzt hoch, ne? Ja, der soll mal hochkommen. Ich hab nämlich die Kampo für den. Da habe ich auch schon gefragt, die Rollenschutz angerührt. Ja, der Öl, da schließt er mich doch. LOL, der backt sich ja nicht so. Der backt sich ja 10. War da. Ich gehe down, ne? Ich lieg auf dem Boden, ich gehe down und dann schießt er mit der Pampe, obwohl ich schon down auf dem Boden lieg. Das ist Macherstyle, muss man sagen. Da kommen sicher noch mehr Kilo. Aufgepasst und in Position. Kilo, der Name ist so scheiße. Da könnt ihr lieber sagen, ja, schon wieder ein toter Sicario. Ari, ist er nicht da, wo der Narko auf der Straße erschossen wurde? Ja, ich liebe dieses Lied.
Ja. Das ist, da müssen wir auch mal irgendwann wieder weiter zocken, das Spiel. Ja. Ja gut, ne, Problem ist jetzt halt so der Hype für Zombie Chronicles ist am Start. Das ist halt das Problem. Ja. Ich halt, der Hype ist da auf alle Fälle ordentlich, muss ich sagen. Der Game für den Hype ist aufgedreht. Der ist real, der Hype. Oder auch manche sagen real. Nicht der Einkaufsname. Ey, ohne Witz, der die Frage ist hier auch langsam mit dem Schmarrn. Ja, dann überlegt man eigentlich, wenn man hier ein Spiel hatte. Dann ja, kannst du mal gucken, vergleich das mit Gears of War 4. Dann weiß ich direkt, warum die Kampfe so heilig ist. Weißt du, die können sich auch nicht entscheiden, ne? Im vierten Teil packen sie rein, dass du sofort einen Active legen kannst, ohne zu ballern. Und hier kannst du nur eine Kampagne in Active reinklatschen, ne? Also die wissen, das sind so die unschlüssig, muss ich da mal sagen. Ja, die sind richtig unschlüssig. Ah, guck mal, da unten ist die Spiel. Ja, guck mal auf, oder? Also, da unten sind die, scheinen so irgendwie durchgeklappt zu sein. Dass die da so rausfliegen. Vor allem der hat eine Treffsicherheit, ne? Weil der hat ja den Schock. Ja. Hey, ist noch einer mit der Funktion. Ja. Werfer. Einer mit der Funktion. Einer mit der Funktion. Ja, vor drei Stück. Okay, einen hab ich gezogen. Jetzt aber. Da kommt noch ein großer hoch. Da bist du wieder nice, geil. Zurück. Ich bin ein Ding, ich stehe auf, deswegen renne ich auch hier mit der Kampf und direkt rein. So. Aber ich hab doch mal geguckt, ne? Ich hab mir das eine Gameplay angeguckt, ne? Auf Fundament von dir. Ich glaub, der dritte oder vierte Part. Da, wo du den Sentinel langsam mit der Pumpe runterrollen willst. Ja. Das ist krass, ne? Wie wenig Schaden du nimmst, ne? Die halten da alle richtig in dir rein, bis der Kranz, der kommt da noch nicht mal. Ja, ja. Aber was da fies gemacht ist, der kommt nicht, dann ist lieber ein Shutternaut, der kommt nicht und dann auf einmal wird er richtig schnell hoch und dann geht's raus. Aber ich muss kurz sagen, ich hab da noch andere Karten drin gehabt. Ich hab ja jetzt Karten drin, wo ich mich noch schneller von der Gesundheit her regeneriere. Da heißt also, ich habe vielleicht eine Sekunde im roten Bildschirm, dann ist der direkt wieder weg. Das ist mega. Ich bin ja einmal gespannt, wann gleich, ob da gleich wieder die 55 Sekunden kommen. Da kommst du nicht runter. Aber da ist nur einer. Der rennt hier irgendwo. Der alte Wurzler. Weißt du, was hier das Geile war? Meinst du, der Boomer hat mal gerade nachgeladen? Nö, der ist einfach nur mal weiter. Immer sollte ich meinen Namen geben. Ich folgte Bert zur Akademie, um herauszufinden, was mit meinen Kameraden passiert war. Sie waren alle tot. Oder wie das da heißt. Das Monster, das sie getötet hat. Aber ersten Teil, nicht zweiten, was du auch gespielt hast, damit Parallellevel oder wie das da heißt. Ja, das so ist der, bei beiden ist da drin, aber der war wahrscheinlich zum ersten eingeladen, weil die weiß ja eh so arm sind. Der Lümmel, ich hab ein Nachspiel. Traurigerweise muss ich sagen, du hast recht, der hat mich echt nämlich zum ersten eingeladen. Ja, die nicht so ganz abreichen. Also, Paddock. Sind Sie hier als Major Paddock der UUL oder als Private Paddock der Corps?
was immer Ihnen weniger gefällt. Dank des mit offenen Armen Programms tragen Sie unsere Uniform, aber trotzdem bleiben wir beide Feinde. Schön, dann klären wir das wie Feinde. Hey, 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 das reicht! Lassen Sie ihn. Ihr Gorazni, es war nicht gerade dafür bekannt, Gefangene gut zu behandeln. Ihr wisst sicher nicht mal, wie das geht. Oh, das würde ich nicht sagen. Sie sehen nicht, wie ein Mann aus der Befehle befolgt. Wieso sind Sie Bert gefolgt? Ich hatte sozusagen einen Hintergedanken. Jetzt kommt die legendäre Stelle. Das wollte ich auch gerade sagen. Schon als kleiner Junge hatte ich von den Villen in Halvorbe gehört. Als ich in der UUR war, habe ich mich auf den Tag gefreut, an dem meine Armee siegreich durch diese Straßen marschieren würde. Das Leben steckt voller Überraschungen. Die Magen haben das Viertel auseinandergenommen. Das ist die geilste Kampagne. Hier und die Gegend Professor. Geil, wo du hier bist. Da sind wir sicher, Glocken dass auf. Er noch lebt? Ja, aber ich meine, die haben auch gleich wieder einen One-Shot. Wir hatten keine Munition mehr. Aber wir fanden ein paar Schrotflinten in der Ruine einer Villa. Sah so aus, als würden wir eine Weile in den Nahkampf übergehen. Vielleicht kommt der legendäre Spruch, der dauert nicht mehr lange. Da kommen die direkt schon. Wir perlen die geht auch direkt in uns rein. Wir machen weg, die Nacken echt da wird Tony auch. Das Problem ist, wenn der Tony, da war nur eine Kugel, die dann die Rüstung ausgeführt war, aber jetzt schon wieder. Genau, aber ich mach das echt, ich hab mir das angewöhnt, ne? Sobald da nur eine Kugel fehlt, ne? Ich lad immer nach. Ich kann das nicht haben, mit so einem halben Magazin in irgendwelche Battles reinzugehen, das ist cool. Finde ich richtig cool. Müsst ihr halt in den heutigen, Knirsch-Updates leider machen. Zu Elliots Haus ist es noch ein weiter Weg. Ja, da musst du auch echt was reinhauen. Das ist der Traurige. Oh, der lässt. Ja, komischerweise, ne? Der hat doch gesagt, die hat nur Schrotflinten. Und jetzt? Ich hab Pumpen! Aber weißt du, was ich mich gescheckt hab? Bei der einen dieser komischen Deklassifizierung, da stand doch das Mini-Projektor, ne? Warum kam da keiner? Hab ich auch nicht. Ich weiß, vielleicht hätten wir, vielleicht ist das zufallsgeneriert gewesen. Vielleicht hätten wir einfach eine Scheiße uns da bekommen. Ja, hätte vielleicht sein. Oder natürlich nur auf Wahnsinn oder Hardcore. Oder? Dann Easter Egg kommt und der Rotteur ist jetzt auf einmal spielbar. Der kennt das gerade an der Absperrung bei der Anwendung. Das ist nicht die Entdeckung. Ich hab den Kaktus. Und wenn der dann kommt, ne? Der Rotteur ist also als spielbare Charakter hier, als Easter Egg bei Judgment. Dann, du musst dann auch das wirkliche Pumpen-Battle machen. Weil dann, da gibt es nämlich diesen Developer-Raum, also den Entwicklerraum. Und da musst du dann Wallbouncen gegen Cliff Bezinski. Der ist aber so wahnsinnig, aber 10-mal schwieriger eingestellt als sonst. Und der gibt da richtig Knallgas. Also so wie der Typ eigentlich drauf ist, wenn du mit dem Spiel oder gegen den spielst. Genau. Wenn er so richtig abgeht.